Gravatlachs. Eine Spezialität, die mit Hilfe der Gewürzmischung Baltic von der Firma Zepco schnell, einfach und vor allem schmackhaft zubereitet werden kann. Gravatlachs, Gravettlachs oder auch Graflachs. Dieser Begriff stammt aus dem Skandinavischen und bedeutet frei übersetzt eingegrabener Lachs. Früher haben die Skandinavier zur Reifung und Konservierung ihren Lachs in mit Salz gefüllten Erdlöchern gelegt, um ihn dann später zu verzehren. Das wird heute anders gemacht und das möchte ich euch mal mit ganz wenigen Handgriffen zeigen. Für die Zubereitung brauchen wir Fischfilet, wir brauchen Dill und wir brauchen Salz, Zucker und ein paar Gewürze. In diesem Falle habe ich jetzt mal eine Meerforelle vorbereitet. Die Herstellung von Gravatlachs heißt nicht unbedingt, dass man auch Lachs nehmen muss. Man kann eine Meerforelle nehmen, man kann aber auch eine große Regenbogenforelle nehmen, die man gefangen hat. Wie gesagt, ich habe jetzt eine Meerforelle genommen, die wiegt ungefähr ein Kilo, die beiden Filets zusammen. Die ist entgrätet und fix und fertig jetzt vorbereitet. So, wir brauchen Dill für das Aroma nachher. Man kann frischen Dill nehmen, man kann auch gefrorenen Dill nehmen oder getrockneten. So, normalerweise kommen dann noch Salz und Zucker und diverse Gewürze nachher dabei. Wir aber machen uns das jetzt wesentlich einfacher. Und zwar mit einer fertigen Gewürzmischung. Die Gewürzmischung ist aus dem Hause Zepco, die bei der Zusammenstellung ganz bewusst auf hohe Qualität gesetzt haben. Anstatt des Salzes, des normalen herkömmlichen Speisesalzes, wurde ein Meersalz eingesetzt, was reich an Mineralien wie Calcium und Magnesium ist. Anstelle des normalen weißen Zuckers, wie wir ihn kennen, die normale Raffinade, wurde ein Rohrzucker eingesetzt, der nicht aus Zuckerrüben gewonnen wird, sondern, wie der Name Rohrzucker schon sagt, aus dem Zuckerrohr. Der Vorteil dabei ist, dass dieser Rohrzucker einen leicht karamellisierten Geschmack hat, der sich letztendlich ganz harmonisch auf das Fischfilet auswirkt. Neben dem Meersalz und dem Rohrzucker sind noch verschiedene Gewürze wie Senfsaat, Lorbeer und Wacholder drin, sowie einige Kräuter. Für die Filets benötigen wir zwischen 70 und 300 Gramm der Gewürzmischung. Ich habe jetzt mal für unser Filet das schon vorbereitet. Als Daumenwert kann man immer so sagen, 15% des Filetgewichtes ist eine optimale Mischung. Ich habe 150 Gramm abgewogen, weil wir hier ein Kilo Filet haben. Ich streue das Filet jetzt ein mit der Würzmischung und zwar fange ich mit der Hälfte an, die ich nachher auf die andere Hälfte draufklappe. Das hat den Vorteil, dass mir nicht gleich alles wieder runterfällt. So, einmal schön da drauf. So. So, und hier kommt jetzt die größere Menge hin. Streuen das schön drauf. Drücken das so ein bisschen an. So. So. Das geht relativ leicht und ist auch gar nicht, wie man sieht, schön trocken. Wunderbar. So. Jetzt kommt der Dill dazu. So, dann nehme ich mir das Messer. Der Dill ist gewaschen. So, die Stängel verwerte ich nicht dabei, denn die könnten einen bitteren Geschmack abgeben. Dann schneide ich mir das hier so ein bisschen grob runter. So. Wie gesagt, die Stängel nicht dazu. Lege ich die Dillspitzen hier rauf. So. So, nach hinten noch ein bisschen, damit es schön gleichmäßig verteilt ist. Die Menge des Dills, die kann man variieren, das ist eine Geschmackssache. Man kann zwei Bunde Dill nehmen, man kann auch ein halbes Bund Dill nehmen, so wie ich es genommen habe. Ich mache das immer so ein bisschen abhängig, wie gesagt, von der Gewürzmischung und dem Dill, wie groß der Fisch ist. So, jetzt klappe ich das mal zusammen, drücke es so ein bisschen aneinander.
So, ein bisschen da unterpacken. Ist schnell gemacht. So, zack. So, und das Ganze verpacke ich. Man kann das entweder in eine normale Schale reinlegen oder in eine Tüte einwickeln. Ich mache das ganz einfach. Ich wickel das Filet, die beiden fertigen Filets, jetzt in einen Bratschlauch ein, binde das vorne und hinten zu. So kann mir dann die entstehende Beize, die bereits schon nach mehreren Stunden aus dem Filet rausläuft, kann nicht weglaufen. So. Den Bratschlauch nehme ich jetzt ein bisschen länger, wie das Filet ist. Schneide ihn zurecht. Wichtig ist, dass man es richtig schön fest zumacht, damit von der Flüssigkeit ja nichts austritt. Das Filet geht dann anschließend in den Kühlschrank und bleibt mindestens, das ist immer abhängig von der Größe, 2 Tage im Kühlschrank. Ich werde jetzt mal 3 Tage nehmen. Wenn man ein größeres Filet hat, dann kann man das auch bis zu 5 Tagen ganz wunderbar im Kühlschrank belassen. Denn bei Gravidlachs, man kann es nicht überbeizen. Das geht überhaupt nicht. Das passiert nicht, das geht nicht. Das heißt also nicht, dass es schlecht wird oder so. Es passiert nichts. Im Gegenteil, der Geschmack wird intensiver, aber das ist abhängig von der Größe. Hole ich da so ein bisschen die Luft raus. Drehe das auch hier wieder schön zusammen. Wie gesagt, ganz sicher ist es, wenn man den Knoten doppelt macht, das Ende vielleicht nochmal umknickt. Denn wenn die Flüssigkeit im Kühlschrank ausläuft, ist es nicht so schön. So. So ist das wunderbar. Schneide ich das noch so ein bisschen ab. So. Wichtig ist jetzt, wenn das Filet im Kühlschrank ist, ich lege es mir jetzt hier rein. Das Filet kommt in den Kühlschrank. Ich belasse es jetzt 3 Tage im Kühlschrank. Lege ich jetzt noch was Schweres oben drauf. Wichtig dabei ist es, dass zwischendurch das Filet immer mal gedreht wird. Also Daumenwert alle 12 Stunden ungefähr. Einfach zwischendurch nur mal umdrehen. Was jetzt passiert, die Beize entsteht dadurch, dass Salz aus der Mischung entzieht dem Fisch das Wasser. Und der Zucker, der in der Mischung drin ist, der Rohrzucker, setzt praktisch die Reifung ein. Das heißt, die Milchsäuregärung macht das Filet reif. So, das war's. 3 Tage sind jetzt vergangen seit der Zubereitung, wo wir unsere Filets vorbereitet haben. Jetzt wollen wir dabei gehen, packen sie aus, bereiten sie vor und werden sie dann essen. So, man kann hier sehen, halt das mal so ein bisschen hoch. Da hat sich jetzt innerhalb von 3 Tagen hat sich die Beize gebildet und konnte uns nicht weglaufen, weil wir das super verpackt hatten in einem Bratschlauch. Die Beize, das ist jetzt, was hier drin ist, das ist das Wasser, was das Salz dem Fisch entzogen hat. Zucker hat den Geschmack vergeben. Die Gärung, das Filet ist jetzt reif und nun wollen wir das auspacken.
Das lasse ich hier am besten in so einer Wanne drin liegen. Dann läuft das hier schön ab. Und nehme die Filets. So, stelle das an die Seite. Klappe die Filets auseinander. So. Jetzt wird das Ganze entfernt. Man kann sehen, dass der Fisch jetzt richtig gut ist. Und zwar erkennt man das daran. Der Fisch darf jetzt nicht weich sein, sondern ich mache jetzt den Daumentest, einen Drucktest. Und wenn ich ihn reindrücken kann und er kommt wieder hoch, dass nicht eine Beule vom Daumentest bleibt, dann ist das Fisch fertig, das Fischfilet fertig. Das heißt, es ist reif und es ist durchgezogen. So, das entfernen wir hier mal. Das ist schnell gemacht. So. Dann tupft man das noch so ein bisschen trocken. So, und nun kann man die Filets wunderbar die Scheiben so runterschneiden. Den Anfang machen wir mal ein bisschen dicker, dass wir eine schöne Scheibe kriegen. Und dann kann ich das richtig schön so runterschneiden. Bereite das zu. So, und werde natürlich jetzt mir selber mal so ein Stückchen runterschneiden, schön dünn schneiden und werde das mal probieren. Ausgezeichnet, ist lecker geworden. So, dazu kann man jetzt neben einer Scheibe Brot, man kann es auch einfach pur zu Kartoffeln oder so, oder eine schöne Scheibe Schwarzbrot, macht man sich einen leckeren Dip dazu. Das habe ich hier jetzt schon mal vorbereitet. Das ist ein Honig-Senf-Dip, schmeckt ganz köstlich dazu, eine süße Note mit dem Dill zusammen. Ist im Handumdrehen gemacht. Ein Teil Honig, ein Teil Senf, ein Teil Zitronensaft, bisschen mit dem Dill zurechtgeschnitten da rein, fertig. Ja, von da aus machen wir ein bisschen hier abgeschnitten. Guten Appetit!